Wie geht's weiter? Nächste Nachricht. Wir haben. Equeus hat 6 Schiffe vom Typ Kreuzverteidiger, die sie angebaut, okay. Alle deine Kolonisten auf Nickel sind an Bord eines Schiffes gegangen. Du hast die Kontrolle über den Planeten verloren. Oh, sehr gut. Das heißt, wir haben den Planeten wirklich aufgegeben, als alle Kolonisten gegangen sind. Das heißt auch anscheinend alle Gebäude zerstört. Okay, das ist drastisch. Und die Terraforming rückgängig gemacht. Die sind aber immer noch im Weg nach Nickel oder nach Beethoven. Eins von beiden sollten wir eigentlich auch mal abfangen. Haben wir was in Wallaby? Verteidigerlaser 1. Das sind noch die ganz, ganz alten. Ne, Kreuze sind die ganz neuen, ne? Ja, Kreuze sind die neuen. Zerstörer 1 gleich, das sind die alten. Du fang mal den einen Transporter da ab. Nächste Nachricht. Wir haben Tech 10 in Biotechnologie erreicht. Wir haben einen RNS-Scanner erbracht. Es fand eine Schlacht gegen Trizurit statt. 14 deiner Streitkräfte zerstörten ohne eigene Verluste alle feindlichen Schiffe. Go to. Abspielen. Wow. Hat uns angegriffen? Das war keine gute Idee. Na gut, Mom hat er. Oh, das heißt, wir haben den ganzen Schrott bekommen, weil er auf dem Planeten angegriffen hatte. Das ist ein schönes Bei. Die Flotte, die du mit Zerstörer 1 verfolgt hast, hat den Bereich der Scanner verlassen. Ja. Yeah. Okay. Diese doofen Jungs. Wir sollten auch langsam umdrehen, weil wir keinen Treibstoff mehr haben, um zurückzukommen. Ja, komm. Zieh dich zurück nach Equeus. Nächste Nachricht. Du hast Informationen über einen neuen Planeten. Lateda. Okay, nicht interessant. Und noch ein Planeten der Hawks. Das ist der zweite da. Der auch gar nicht so schlecht aussieht für uns. Also ja, wird sich lohnen. Noch ein Frachter. Also wirklich große Flotten von den Gegnern haben wir noch gar nicht gesehen. Aber brauchen sie auch nicht. Wir kommen ja nicht ran. Ja. Universumshändler, du bist immer noch auf dem Weg zu dieser Flotte da. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt einfach mal F9 drücken. Die Ramp-Scoop-Treibwerke von Santa Maria 17 haben 1 Milligramm Treibstoff. Ah, das ist der da unten. Ja, sehr schön. Also wir haben doch ein Ramp-Scoop-Triebwerk, obwohl wir die eigentlich gar nicht haben sollten. Wegen unserer Rassendefinition. Und wir haben jetzt 1 Milligramm zusammengesammelt. Das heißt, wenn wir noch ein paar hundert Runden weiter sammeln, können wir ein, zwei Runden mit Warp 2 fliegen. Yay! Das blende ich mal aus. So. Flotte 20. Trizoids wurde in deinem Standardminenfeld bei Weltraum zerfetzt. Oh. Blinkt mal bitte für mich. Da. Und da ist auch so ein gelber Diamant. Den schnappen wir uns gleich. Oder auch nicht, weil wir keine Transporter auf Quiche haben. Noch eine Sache, die wir uns angewöhnen sollten. Also, jeder Planet braucht eine Verteidigungsflotte. Jeder Planet braucht eine schnelle Angriffsflotte. Jeder Planet braucht Transporter, um Trümmerfelder aufzusammeln. Und da ist noch ein Wurmloch. Was zur Hölle? Stabilität Durchschnitt. Stabilität Steinhardt. Ziel unbekannt. Also heißt es, das ist random, wo wir rauskommen? Ja, weil wir haben da keinen Ausgang gesehen. Gibt es hier ein Ziel? Unbekannt. Hä? Da springe ich jetzt aber nicht nochmal rein. Das können die knicken. Nachrichten? Mehr Verteidiger? Okay. Muspel hat alle Aufträge abgeschlossen. Muspel, du baust bitte mehr Fabriken. Und viel mehr. Warum Fertigstellung zurückgestellt? Warum das denn? Löschen. Bergwerke. Will er nicht. Fabriken. Eigentlich dürfte er gar keine Ressourcen haben für die Fabriken, weil wir kein Germanium haben. Aber na gut. Wie du willst. Die Raumstation war simpel, hat 6 neue Verteidigerlaser gebaut. Go to. Du hast jetzt, genau, nur diese 5 und alte.
Das heißt, du kannst jetzt die Flotte nach Beauregard schicken und wieder neu bauen. Ich glaube, ich baue auf einmal gleich ganz viele. 10, 20. Na komm, 20 reichen. So. Kirche hat eine Raumstation gebaut. Sehr gut. Du baust weiter Fabriken und Dingens. Auch sehr gut. Tech Level 11 in Biotechnologie. Das geht ja richtig flott da. Terraforming. Okay. Was sagt unsere Forschung? Wir haben schon Tech Level 11. Übernächste Steckstufe würden wir globales Terraforming 15 bekommen. Das macht bestimmt wieder viel aus. Aber Antriebe wäre mir eigentlich wichtiger. Ich guck mal kurz was nach. Was war technisches Handbuch? Technisches Handbuch war Hilfe? Technisches Handbuch F2. So, ich hätte jetzt gerne Antriebe. Schilde, Baupläne, Terraformung, Triebwerke. Wir haben Grasshopper 6, Papa Langbein. Papa Langbein ist bei 7 auf 100%. Das wäre die nächste Stufe, die wir forschen könnten. Der könnte schon bei 8 auf 100% sein. Transgalaktisches Triebwerk. Bist du ein REM-Scoop? Null? Nö. Sieht nicht so aus wie ein REM-Scoop, sonst wäre das bis 6 oder so bei 0%. Und das könnte sogar Warp 10 erreichen. Okay. Interspace 10. Transstar 10. Jetzt kommen die REM-Scoop-Sachen. Das heißt, so viele Triebwerke gibt es gar nicht mehr. Weil ich denke mal, dies hier. Genau. Oh, dieser Antrieb benötigt im Nebenmerkmal keine REM-Scoop-Triebwerke. Haha, den kriegen wir also mit Antriebssteckstufe 11. Und der kann überhaupt 10 fliegen mit 100%. Also Antrieb 11 ist gar nicht so weit weg. Komm, das machen wir jetzt mal. Wir hätten gerne Antriebe und gleich danach Gleiches. Und wir kriegen auch gleich das neue Stargate. Und hier haben wir das transgalaktische Triebwerk, das auch Warp 10 erreichen kann zu 100%. In zwei Runden. Also könnten wir in zwei Runden schon mal unsere Angriffskreuzer designen. Sehr, sehr schön. So, also wir haben unsere Santa Maria, die noch 1000 Jahre fliegt. Wir haben ein Kolonieschiff, das Shrine kolonisieren soll, was recht lange braucht. Das Trümmerfeld. Ah, das hätte ich fast vergessen. So, du hast auch keine Transporter. Das geht nicht. So, du baust jetzt bitte Transporter Langstrecke. 10 Stück und einen super Treibstofftransporter. Und die setzen wir dann gleich zusammen zu einer Truppe, die nennen wir dann Transport Equeus. Und das machen wir bei jedem Planeten. Simple, du hast keine Transporter, die sind auf dem Weg, die da abzufangen. Und die werden dann, glaube ich, auch verschwinden. Also die werden geschluckt werden von dem Händler. Also brauchst du auch eine neue Transportflotte. Und da du unsere Heimatwelt bist, kriegst du auch eine 20er Transportflotte. Also Transportlangstrecke. 10, 20. Supertransporter da hinten ran. So, okay. Wallaby. Du hattest mal Transporter, aber die machen hier so ein komisches Spiel mit den ganzen Kolonisten. Die werden wir also vielleicht auch nicht wiedersehen. Du baust also auch 10 Stück. Erstmal einen davon. Und Langstrecke. 10 Stück. 6 Jahre. Na gut. Ihr drei da oben seid immer noch nicht am Cap. Noch lange nicht am Cap. Noch. Fabriken für. Ja, dauert also noch. Nee, gut, dann sind wir, glaube ich, durch für die Sonne. F9. Du hast dieses Jahr eine Schlachtaufzeichnung erhalten. Sehr gut. So sieht man nichts Ordentliches. Vorwärts. Fregatte Verteidiger Laser 2. Das sind unsere Tech 2 Raumschiffe. Also nicht die ganz alten, sondern die vor den neuen Laserverteidigern. Deine Raumstation bei Simple hat 7 neue Schiffe des Typs Kreuzerverteidiger-Laser gebaut, okay?
Jeweils aber kein Schlachtdingens. Ha, Fregatteverteidigerlaser 2 hat alle Befehle ausgeführt, aber die müssen doch hier gekämpft haben. Ich sehe doch da so ein gelbes Dingens. Na gut, dann flieg du mal zurück. Vorwärts. Simple hat mehr Verteidigungsdinger gebaut, okay. Nether Region hat eine Raumstation gebaut. 10 Transporter und ein Treibstofftransporter bei Equeos. Du sammelst dich mal mit den Transportern. Wir benennen dich um. Transport. Transport. Ah, jetzt werde ich den Namen falsch schreiben. Ah, da ist es doch. Equeleus. Mein Lateinlehrer wird mich umbringen. Aber, na gut. Wird wahrscheinlich eh schon tot sein. Das war jetzt nicht gemein gemeint. Er war nur halt schon recht alt. So, ja, dich hätten wir. Da wir in Simple gerade keine Transporter haben, könnten wir die von hierher dahin schicken. Wie lange brauchen wir zu dem Trümmerfeld? 3 Jahre, das geht eigentlich. Aber du fliegst zum falschen Ziel. Du sollst... Du sollst zum Trümmerfeld fliegen. Da muss es einen einfacheren Weg geben, den auszuwählen. Du sollst nicht zum Zerstörer leicht, auch nicht in den Weltraum. So. Du sollst dahin. Warp Faktor 8, das ist schön schnell, aber das ist gar nicht meine Idee gewesen. Ich wollte Kampfplan. Nein. Weil wenn ich das jetzt so mache, dann verfolgen die, glaube ich, unsere Flotte, die zurück nach Simple fliegt. Und das sollen die ja nicht. Das heißt, ich mache das jetzt mal weg, fliegt dann nur bis da und werde dann nächste Runde den Kurs ändern. Okay. Rauszoomen. So. Wir sehen den Privateer, der nah am Planeten dran ist. Unsere hier sind immer noch ein Stückchen weg von dem Planeten. Nachrichten. Deck Level 6 bei Antrieben. Es fand eine Raumschlacht statt. Deine Flotte Fregatte Verteidiger 2 zerstörte eine Santa Maria ohne eigene Schäden. Das ist der da unten. Vorwärts. Ein neuer Planet. Und noch ein Planet der Hawks. Da. Ja, es wird definitiv deren Heimatgebiet hier sein. Na gut. Was haben wir noch? Wir haben hier unsere Transporter und da den Händler. Das könnte nächste Runde schon zum Handel kommen. Also da irgendwo müsste das Dreieckchen sein, das man nicht sehen kann, wegen dem ganzen Minenfeld hier. Und unsere fliegen ja dem entgegen. Also ja, nächste oder übernächste Runde, das ist schon mal sehr gut. Noch ein Stück rauszoomen. So. Du bist was Neues. Ein Mini-Kolonisierungsschiff? Okay. Von den Nies. Die wollen wohl zu dem ganz kleinen Planeten da. Wallaby, hast noch Kämpfer? Verteidigerlaser, flieg mal dahin. Okay. Dass die ihre Kolonierungsschiffe und ihre Transporte einfach so ohne Geleitschutz mal losschicken, ist schon sehr komisch. Aber na gut, gucken wir mal, ob sie umdrehen oder trotzdem dahin fliegen. Das war das eine. Und sonst sind wir, glaube ich, so weit. Oh. 5 Gegner fliegen nach Nether Region. Aber wir haben da Zerstörer. Wie viel Stück? 5 Stück. Also 5 von uns gegen 5 von denen. Das könnte nicht so gut ausgehen. Nether Region. Nether Region ist immer noch dabei, sich auszubauen. Sollten aber trotzdem mal ein paar Verteidiger in Auftrag geben. 5 Stück. So. Deneb hat... Ach doch, Deneb könnte inzwischen auch Listen anfangen. 1, 2, 3, 4,
5, okay. Aber du hattest so wenig, ne? 29.000. Wie lange wird es dauern, bis du... Ah, du kannst gar nicht, weil du keine Raumstation hast. Ja, okay. Also die beiden produzieren schon mal Verteidiger, das ist gut. Barbecue, du hast... Hatten wir nicht 5 losgeschickt von Simple aus? Achso, die waren nach Beauregard und nach Kiche. Du hast jetzt hier noch 7 Kreuzerverteidiger. Ist das dann ein Dreieck? Nee. Das mit den gegnerischen Flotten wird ein wenig unübersichtlich. Und Wurmlöchern und Händlern und was weiß ich. Aber ja, das war irgendwie zu erwarten. Ich denke, mit der Zeit entwickelt man ein Auge für. Aber na gut, machen wir eine neue Runde und dann auch einen kleinen Cut. Du hast dieses Jahr 2 Schlachtaufzeichnungen erhalten. Oh, das könnte spannend werden. Da muss man doch gleich erstmal eine Pause machen. Also bis gleich.